Gut, herzlich willkommen zu meinem ersten Talk heute. Kurz zum Ablauf. Ich versuche wieder kurze einleitende Sätze von mir zu geben und dann können gerne Fragen gestellt werden oder darüber gesprochen werden oder wir genießen einfach, wenn keine Fragen oder nichts anderes erscheint, einfach die gemeinsame Stille. Gut, heutiges Thema ist wie immer das Leben selbst. Das heißt, das unendliche Leben, das, was wir in Wirklichkeit sind. Wir sind nicht nur das, wofür wir uns halten, diese Person, diese getrennte Instanz, sondern wir sind so viel mehr. Wir sind so viel mehr, nämlich das, was in Wirklichkeit nicht sichtbar ist, was nicht wahrnehmbar ist, was nicht gefasst werden kann, was absolut nicht zu beschreiben ist, was keiner Charakteristik unterliegt. Und warum lohnt es sich, darauf hinzuweisen? Weil du das im Wesenskern bist. Das heißt, wir sind nicht diese Kunstfigur namens Ego, namens Ich, namens Ich-Dynamik, dieses Ich-Gefühl. Das sind wir als Kunstfigur sozusagen. Aber wir sind das, was dahinter liegt, das, worin das erscheint. Und standardmäßig ist es so, dass wir uns als etwas Geborenes erfahren in Raum und Zeit, dass wir glauben, wir sind geboren, wir durchleben eine gewisse Zeitspanne und irgendwann einmal sterben wir. Und das war's dann. Tatsächlich ist das nichts anderes als eine Geschichte, nichts anderes als eine Idee, nichts anderes als ein Konzept. Wir sind das, wie gesagt, worin diese Geschichte erscheint. Und das, was das ist, wo man sagen kann, das ist das Unbekannte, das ohne Gegenteil existierende Unbekannte unterliegt keiner Geburt, unterliegt keinem Tod. Das ist niemals gekommen und es wird niemals gehen. Da gibt es einfach keinen Anfang und kein Ende. Und das, wenn das erkannt wird, dann ist das die pure Glückseligkeit, die pure Liebe, die pure Freiheit, die pure, wie auch immer du dazu sagen möchtest, das ist das Paradies auf Erden hier, wenn das erkannt wird. Und das bist du auch jetzt schon. Das bist du auch jetzt schon, nur es wird halt sehr oft nicht erkannt, weil einfach der Schleier, der Filter namens Ich-Gefühl, namens Ich-Dynamik, namens Ich-Struktur drüber gelegt wird. Von dem, was du bist. Das heißt, es ist in Wirklichkeit das, was hier stattfindet, egal wie du dich verwirklichst, als welche Geschichte auch immer, ist in Wirklichkeit deine Spielwiese. Es hat absolut keine Konsequenzen. Hier innerhalb der Spielwiese gibt es nichts Besonderes, gibt es nichts Spezielles. Es ist alles aus einer Energie, aus einer Essenz. Und wenn das erkannt wird, dass es nur unter Anführungszeichen die eine Energie gibt, ohne eine zweite Energie, dann erkennst du dich als alles, was hier stattfindet. Und ich sage immer wieder, das ist nicht nur der ultimative Frieden, sondern das ist auch die ultimative Therapie. Weil dann siehst du, es hat niemals ein Problem gegeben, weil du alles bist. Du bist der scheinbare Kummer, du bist das scheinbare Leid, du bist der scheinbare Schmerz, du bist auch das scheinbare Glück, du bist die scheinbare Freude, die scheinbare Freude, was auch immer. Du bist alles. Und in dieser Erkenntnis muss nichts verändert werden. Muss nichts verändert werden. Das heißt, Andreas wird trotzdem von A nach B gespielt, aber innen drinnen, aus der Perspektive, gibt es keinen Spirit mehr, keine Kraft mehr, um etwas zu erreichen, um irgendwo hinzukommen, um diesen jetzigen Moment verändern zu wollen. Das heißt, das fällt weg. Und das ist dann die pure Akzeptanz und dieser pure Frieden, den wir uns als Person so sehnlichst wünschen. Das heißt, sobald diese Ich-Struktur aus dem Spiel genommen wird, sobald dieses Ego aus dem Spiel genommen wird, hast du hier das Paradies auf Erden, weil du dich als alles erkennst. Gut, ich gebe den Ball an euch weiter. Fragen, Anregungen, Statement, Beschwerden, irgendwas von eurer Seite?
Das heißt, solange der Moment gedanklich nicht angegriffen wird, wenn der Moment einfach so dastehen darf, ohne mentale Aktivität, kommst du, unter Anführungszeichen du, automatisch in diese Erkenntnis. Und du löst dich, dieses Ich löst sich durch diese Erkenntnis auf. Und was überbleibt, ist der stille Zeuge und der jetzige Moment. Du bist eins, es ist verschmolzen und wie gesagt, das ist ja, mehr als friedlich, mehr als lieblich, mehr als was auch immer wir dazu sagen wollen. Man kann es einfach dann mit Worten nicht beschreiben. Das heißt, nur diese mentale Aktivität haltet diese Erkenntnis, diese tiefe Einsicht ab. Sobald nicht mehr mental auf irgendeine Situation angesprungen wird, ja, löst du dich auf. Da ist reine Beobachtung da, reines Hören, reines Sehen, reines Fühlen, reines Riechen. Ich habe sicher etwas vergessen. Eventuell kommt ein Gedanke noch hoch, aber du identifizierst dich mit dem Gedanken nicht. Das heißt, es ist nicht dein Gedanke, nicht Andreas hat den Gedanken, sondern es erscheint der Gedanke und dann verschwindet er wieder. Er erscheint vom Unbekannten und verschwindet ins Unbekannte. Das heißt, es wird alles als neutrales Objekt gesehen. Egal welches Gefühl erscheint, egal welcher Gedanke erscheint, egal welche Situation, der Moment braucht dich nicht. Und es ist nur der Mensch, der das, also bei den Tieren und Pflanzen, die Tiere, was sich so, ja, davon, wir Menschen, die den Verstand haben, wir interpretieren ständig und es rennt ständig das Rad da oben. Genau, also ich würde es anders formulieren, sobald Denken stattfindet, ist genau diese Kunstfigur am Leben. Ja? Dieses kontinuierliches Denken kreiert den Eindruck, als würde hier ein Denker im Gehirn sitzen. Ja? Und wenn der Glaube da ist, dass man der Denker seiner Gedanken ist, dann ist automatisch auch, dass ich auch der Handelnde meiner Handlungen bin. Das heißt, ich glaube, ich habe einen freien Willen. Und dann beginnt natürlich dieses Drama hier auf Gottes Erden. Ich habe so viel schlecht gemacht, ich habe versagt, warum hast du mir das angetan? All die Palette, die wir alle kennen. Und wenn gesehen wird, wenn diese Einsicht passiert, dass die Gedanken ohne einen Denker passieren, dass die Gedanken einfach erscheinen und wieder verschwinden, dann siehst du, du bist auch nicht der Handelnde. Das heißt, du siehst, dass du keinen freien Willen hast. Und damit bricht natürlich dieses gesamte Gebäude von ich fühle mich schuldig oder ich gebe dir Schuld oder warum hast du mir das angetan, die fiktiven Ängste, Kummer, Leid und Schmerz, all das fällt wie ein Kartenhaus auseinander. Das heißt, das Problem braucht dich. Wirst du aus dem Spiel genommen, das Ich aus dem Spiel genommen, gibt es kein Problem mehr. Das Problem kann nirgendwo mehr anhaften. Und deswegen immer wieder der Hinweis, es ist nicht nur der ultimative Frieden, es ist auch die ultimative Therapie. Es muss nichts mehr therapiert werden, weil der sich als zu therapierend sieht, wegfällt, aus dem Spiel genommen wird. Den gibt es. Ich meine, es hat ihn nie gegeben. Aber als Gefühl, als Kunstfigur, wird er ja teilweise wirklich als getrennte Instanz wird das wahrgenommen. Ja? Und darauf wird dann der Gedanke projiziert, ich bin traumatisiert. Aber das Denken ist trotzdem da. Ja. Es ist schwierig, dass man das als Ziel jetzt nimmt. Ich habe das Ziel jetzt nichts mehr zu denken. Genau. Also es ist so, aus der Perspektive, wo noch an dieses Ich-Gefühl geglaubt wird, wo das noch vorhanden ist, dann ist natürlich ein kontinuierliches Denken da. Und Denken hat eine Charakteristik, Denken trennt. Denken hat im Rucksack, ein Gedanke hat im Rucksack den Trennungscharakter. Ich bin hier und du bist dort. Egal was du denkst, ich gehe heute ins Kino, dann gibt es dich und das Kino. Du kannst das durchspielen bis zur Unendlichkeit. Es sind immer zwei da. Ja? Und in der Erkenntnis geht das Denken runter, fährt das Denken total runter. Also hier ist zum Beispiel seit dem Interview kein einziger Gedanke. Man sieht das, was hier gesprochen wird, es ist keine mentale Aktivität notwendig. Der Computer ist quasi angedrückt worden und das sprudelt einfach raus. Und dann kann es natürlich nach wie vor passieren, dass Gedanken erscheinen. Aber sie sind Gedanken nicht mehr. Sie haben nicht mehr den Rucksack namens mit einem Trennungscharakter drinnen. Ein Gedanken erscheint und das war's.
Genauso wie die Sonne oder die Wolke am Himmel erscheint. Und als Person glaubst du, dass der Gedanke sozusagen eine real existierende Welt, eine real existierende Raum-Zeitgefüge kreiert. Also die Wurzel der Person, dass die Person quasi untermauert wird, ist das Denken, ist die mentale Aktivität. Nicht umsonst hat Yogi Krishnamurti gesagt, Denken ist ein Feind. Also wir alle haben als Person gelernt, dass Denken Macht ist. Und es ist ja auch so, im Weltlichen, umso mehr ich weiß, umso besser komme ich durchs Leben. Aber das, worauf ich versuche hinzuweisen, ist etwas ganz anderes. Es geht nicht darum, eine Strategie zu finden, als Person bestmöglich durch die Welt zu kommen, sondern es geht darum, die Welt zu transzendieren. Das heißt, die ultimative Lösung. Du bist die ultimative Lösung, wenn du dich selbst erkennst. Das heißt, du gehst über die Welt hinaus. Du gehst über diesen Körperverstandmechanismus hinaus. Du siehst, dass du der Zeuge der Welt bist, der Erschaffer und gleichzeitig der Zerstörer und die scheinbare Welt selbst bist. Das heißt, du bist der absolute Träumer und der Traum gleichzeitig. Weil das, was hier stattfindet, das ist Traum. Nicht mehr, nicht weniger. Das gibt's nur für dich. Die Welt sozusagen dreht sich nur für dich. Dann fällt auch das weg, dass man sich jetzt um die Welt Sorgen machen muss, weil jetzt die Umwelt auch so groß ist oder die Menschen so verrückt spielen oder so. Ja, ich meine, es kann nach wie vor stattfinden, aber mit dem Wissen, okay, es gibt nicht wirklich eine Welt, es gibt nicht wirklich eine Umwelt und es muss nicht wirklich etwas verändert werden. Aber einfach, wenn der innere Antrieb, diese intrinsische Motivation da ist, auf eine Demo oder was auch immer zu gehen, ja, dann wird das halt passieren. Ich sage immer wieder, das, was vor dem spirituellen Erwachen getan wurde oder welche Interessen vorher da waren, werden auch nachher da sein. Aber das, was wegfällt, ist, dass du dich als Mensch, als Person verbessern möchtest. Es gibt nichts mehr, wo du sagst, du hingst irgendeiner Erfahrung hinterher oder du hechelst irgendeiner Erfahrung, einer besonderen Erfahrung hinterher. Wir alle als Person glauben, wir brauchen unendliche Updates, um uns irgendwo hinzubeamen, um größer, reicher, mächtiger zu werden. All das fällt weg. Also dieses Umzu, ich gehe auf eine Demo, um etwas zu erreichen, fällt weg. Aber es kann trotzdem passieren, dass du zu einer Demo gehst, aber vollkommen absichtslos. Einfach eine intrinsische Motivation oder Bewegung. Also es ist kein Widerstand mehr da. Es ist kein Widerstand. Das heißt, das ganze allgegenwärtige Sein passiert dann aus intrinsischer Motivation heraus. Genau richtig. Also es ist, ich würde so erklären, es ist tatsächlich niemand da. Auch in dir. Ich sehe, dass jetzt auch hier in dir niemand drin ist, genauso wie hier. Also in Wirklichkeit ist es hier ein Film, ein automatisch ablaufender Film für das, was du wirklich bist. Du kannst ruhig dazu sagen, du bist Gott, nicht mehr, nicht weniger. Ja? Das ist die Gotteserfahrung, die hier dann gemacht wird. Und es ist, wenn du diese Erkenntnis hast, ist eine vollkommene Absichtslosigkeit. Auch ich bin hierher gefahren mit einer Absichtslosigkeit. Ich wurde hierher gefahren in Wirklichkeit. Ich wurde hierher getragen. Und auch das ist nur Halbwahrheit, weil in Wirklichkeit, wo findet das hier statt? Es findet in keinem Raum-Zeitgefüge statt. Es ist Traum, wie im nächtlichen Traum. Dort setzt man sich in ein Auto, fährt irgendwo hin, aber wo findet das alles statt? Es ist wieder nur der Denkapparat, das Denken. Wir sind hier in Oberösterreich, sitzen hier in einem Raum und um 11 Uhr ist dieser Talk zu Ende. Lass du das Denken weg, siehst du, dass das hier nicht wirklich real ist. Dass das Traum ist, wirklich Traum. Und auch das hat uns ja schon die Wissenschaft gesagt, dass es keine Materie gibt. Wir alle nehmen das irgendwie einfach so zur Erkenntnis, ja, die Physik sagt uns, es gibt keine Materie. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das wirklich? Gibt es was Reales? Das, was konstant ist, das, was du wirklich bist, dein Wesenskern, das ist real. Das ist immer konstant da. Das ist im Tiefschlaf da, das ist jetzt da, das ist im nächtlichen Traum da. Das ist immer konstant da. Das ist das Fundament dieses Traumes hier.
Und du kannst denken, innerhalb, also trotz des Bewusstseins, dass es also unreal ist, oder? Ja, also nicht Andreas denkt, sondern ja, es erscheinen Gedanken. Also wenn ich im Büro sitze, erscheinen genauso Gedanken. Ist da nicht auch die Trennung vorhanden? Nein, es gibt natürlich Situationen, wo wieder das Gefühl von Trennung da ist, wirklich Extremsituationen, das kann sich so spielen, aber dann löst sich dieses Gefühl von Trennung wieder auf und es wird gesehen, okay, auch das war Traum, auch das war eine Geschichte. Aber wenn jetzt ein ganz normaler Alltagereignis ist, dann kommen hier kaum Gedanken vor, kaum. Also dieses Denken ist in einen natürlichen Rhythmus zurückgefallen. Wenn du wirklich erkennst, dass Denken nicht notwendig ist, es ist nicht notwendig für den jetzigen Moment. Wo ist jetzt Denken notwendig? Also das überhaupt gar nie notwendig, oder? Also in Wirklichkeit gibt es natürlich Situationen, wo gedacht werden muss, wenn etwas kreiert werden muss, aber immer auf den jetzigen Moment bezogen. Immer wenn du jetzt quasi das Denken wirklich benötigst. Aber wir alle als Person sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und niemals nur im jetzigen Moment, dass es wirklich praktikabel, dieser Verstand, benutzt wird. Zeit ist ein Gedanke, oder? Zeit ist ein Gedanke. Alles ist, auch die Welt ist ein Gedanke, das Universum ist ein Gedanke. Die Welt gibt es nur, wenn du denkst. Wenn du nicht denkst, was ist das dann? Was ist das dann? Und damit wird quasi der Person, der Boden unter den Füßen weggezogen und das ganze konzeptuelle Weltbild bricht auseinander. Du siehst all das, was wir gelernt haben, als scheinbarer Mensch, als scheinbares Medium, ist in Wirklichkeit 180 Grad verdreht zur Wirklichkeit. Aber es ist auch perfekt, weil das Spiel einfach so gespielt wird. Man weiß ja nicht, warum das so ist. Genau, genau. Jedes Warum wäre wieder ein Konzept. Jeder Gedanke ist eine gewisse Einteilung in gut und schlecht, was es ja gar nicht gibt. Genau. Denken bedeutet interpretieren, bedeutet kategorisieren, bedeutet benennen. Und du bist quasi schon wieder, du bist aus deiner vollkommenen Balance quasi einen Schritt draußen. Es tut dir so gut, nichts mehr zu bewerten. Ja, natürlich. Jetzt sind wir viel besser. Genau, genau. Also im Nachhinein ist mir das eigentlich immer vollkommen klar, was du so sagst. Teilweise auch währenddessen, aber nicht permanent. Da, wo ich da vor 3 Wochen beim Karl war, ich war noch nicht aus Goldeck draußen, also vielleicht 5 Kilometer draußen, ich dachte, ja, war ich da wirklich? Hat das wirklich stattgefunden? Ich meine, das war intensiver. Das ist auch wirklich neu. Und dann, ich weiß nicht, das stimmt doch. Also ich weiß, dass was nicht stimmt, aber dieser Impuls, der nonverbal war, der ist dann hochgekommen. Genau. Aber in dem Moment, du erfährst es in dem Moment, also in Anführungszeichen du. Zu 99%. Du weißt doch. Ja, der Hinweis ist aber der, egal wie du dich, also nicht als Rainer, sondern wie du dich als das, was du wirklich bist, verwirklichst, verkörperst, Identifikation oder Deidentifikation, es ist vollkommen egal. Mhm. Es ist das vollkommene Paradies, weil egal wie du dich spielst, in Wirklichkeit wird jede Erfahrung, egal wie glücklich, egal wie schmerzvoll, und das absorbiert, vollkommen verpufft in dem, was du bist. Genau. Mhm. Das war mein Zugang nämlich zu dem, wo mir bewusst worden ist, dass jedes Geschehen im nächsten Moment genauso ist, wie wenn es nicht passiert hat. So ist es. Genau so. Genau so ist es, genau. Genau. Also, auch wenn man glaubt als Person, man hat eine tolle Erfahrung gemacht, es ist nur wieder das Denken, dass es hier quasi irgendwie ein persönliches Update gegeben hat. So ist es. Genau. Genau. Ja, ist richtig. Man kann sich das selber sehr oft ertappen dabei. Ja. Das wird quasi immer bloß mehr oder weniger immer wieder zurückgeholt. Durch Erinnerung, durch ein Bild, durch ein Gefühl. Das, was vor 5 Minuten bin ich da rein. Scheinbar natürlich, genau. Und da kommt ein Bild so, und dann glaube ich, es ist echt. Genau. So funktioniert es. Genau, und in Wirklichkeit bist du ja hier nie reingekommen, genauso wie du hier gar nicht sitzt. Ist der Film vom Film. Der Film vom Film. Ja, genau, Film vom Film, die Geschichte der Geschichte, wie auch immer, genau, richtig. Ja. Das beginnt irgendwie beginnt ja das, weil ein Kind, ein Baby oder so, ist ja auch in dieser Vollkommenheit drin. Ich weiß das von meinen Enkelkindern zum Beispiel, weil plötzlich kommt dann der Moment, dass
dass man sagt, ich habe so komische Gefühle, ja. Man identifiziert sich damit, dann fängt das bei den Kindern schon an, genau. Sich zu entwickeln. Ich sage dann immer zu meinem Enkelkind, du, das Gefühl ist zwar da, aber es verändert sich ja wieder ständig und dann ist es eh nicht mehr so wichtig oder so. Aber Kinder ja. wachsen erst da hinein. Genau. Die können aber, sich erst wieder zurücknehmen, ja. wenn sie vielleicht schon erwachsen sind. Also sie können sich selbst nicht zurücknehmen, sondern alles geschieht. Alles geschieht. Alles geschieht. Alles ist ein unpersönlicher, unwillkürlicher Ablauf. Es gibt keine Instanz, die einen freien Willen hat. Nicht einmal du als Wesen, als unendliches Leben hat einen freien Willen. Alles geschieht ohne Sinn und ohne Unsinn. Das, was da ist, ist da. Und jede Bewertung, jede Benennung, jede Kategorisierung ist schon wieder ein Schritt raus aus der vollkommenen Balance, die du in Wirklichkeit bist, die im Tiefschlaf da ist. Im Tiefschlaf ist vollkommen Balance da. Und irgendwann mal bewegst du dich, hüstelst und es wird das Universum kreiert. Ja, das heißt, das, was du bist, bewegt sich illusorisch und kreiert eine illusorische Welt. Ja. Haben wir halt beim Aufwachen schon festgestellt. Genau. Wenn ich die Sterne geschaut habe. Und vollkommen mühelos. Verschwunden. Ja, ist richtig, genau. Vollkommen mühelos. Du machst die Augen da auf und es ist instant, es ist live da. Wie machst du das? Vollkommen absichtlos und vollkommen mühelos. Und wenn die Augen zugemacht werden, ist es nicht mehr da. Gäbe es nur uns beide, wir beide befinden uns im Tiefschlaf, gibt es kein, nicht einmal ein illusorisches Universum. Weil es den Inhalt nicht gibt, es gibt den Film nicht mehr. Aber es, für den, wenn jetzt einer schläft und ja. der andere ist im Mund da, ist wach, dann ist ja das Universum egal, da. Für den, der schläft, ja. genauso wie für den, der nicht schläft. Nein, für dich ist es nicht mehr da. Nein, für mich nicht, aber ich, genau. außerhalb dessen schon. Genau, denn, also du, das was du wirklich bist, verkörpert sich in unendliche Perspektiven. Aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und quasi eine Perspektive wird aus dem Spiel genommen, da gibt es keinen Inhalt mehr, gibt es halt noch die anderen Perspektiven. Deswegen habe ich versucht zu erkennen, wenn es nur unsere beiden Perspektiven geben würde und wir befinden uns im Tiefschlaf, gibt es keinen Inhalt mehr. Und dann gibt es tatsächlich nicht einmal das Universum als Traum. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass außerhalb meiner selbst irgendein anderer, wo ich hundertprozentig ja. sicher bin. Ich schaue aus mir raus und ich weiß, ich bin. Ich weiß, dass ich ja. ein Vereiner bin. Der Körper ist ja. vollkommen klar. Ich weiß auch, dass ich dran bin. Ja. Aber ob das bei dir so ist, genau. also ohne dir nahe treten zu können, irgendjemand. Alle anderen können nur hundertmal noch mehr Marionetten sein, wie ich selber bin. Kasperl dann quasi nur aus dem Mund. Ja. Du hast vollkommen recht, Rainer. Das ist nicht nur Solipsismus. Ja? Es gibt keinen Beweis, dass dieselbe Bewusstheit, die hier sieht, auch dort sieht. Mhm. Weil du bist für mich ein bewegtes Bild. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Und wo, andersrum ist genauso. Wo und Akustik passiert, genau. Mhm. Und ich kann da hundertmal sagen, aber ich nehme das wahr, du mir auch, aber es gibt keinen Beweis, dass es hier so ist und es hier so ist, genau. Andreas, an diese Frage nagel ich seit 50 Jahren. Ja, da gibt es aber keine Antwort. Aber selbst, warum hört die Frage nicht auf? Ich weiß, dass es keine Antwort gibt. Ich habe das schon aus tausend verschiedenen Blickrichtungen. Ja. Die Antwort, die Frage gehört, es hat mich nicht, dass ich befriedigt werden will, aber warum taucht die Frage auf? Weil noch zu viel Rainer da ist. Okay, aber wenn der Rainer dann nicht mehr da ist, dann gibt es die Frage nicht mehr. Nicht mehr auf. Nein, die taucht nicht mehr auf. Aber das Ding als solches, was damals noch gestellt worden ist, ist dann auch immer noch nicht geklärt. Das macht nichts, aber wenn die Frage nicht erscheint, dann gibt es die Frage nicht mehr. Okay, das sehe ich. Ja, dann gibt es die Frage nicht mehr. Die Antwort aller Dinge ist, wenn keine Fragen mehr erscheinen. Nicht in jeder Beantwortung, jeder Frage, niemand kann das tun. Auch der intelligenteste Wissenschaftler, irgendwann einmal, wenn du zurückgehst, die Ursache der Ursache der Ursache der Ursache, bist du beim Urknall, bist du bei Adam und Eva oder woran du auch immer glaubst und spätestens dann ist Ende. Mhm. Kann dir niemand mehr beantworten. Stimmt, das macht dann keinen Unterschied mehr. Genau, und du kürzt das einfach ab. Mhm. Es gibt keine Fragen. Mhm. Es gibt keine Fragen. Du kennst dich als alles, was ist. Du kennst dich als Gott selbst. Und das war's. Das war's. Es gibt doch nichts mehr zu klären. Nein, es gibt nichts mehr zu klären. Es gibt nichts zu klären. Du bist vollkommen, du bist perfekt, du bist die Perfektion innerhalb der Perfektion. Es gibt nichts mehr zu klären, es gibt nichts mehr zu bewältigen, kein Ziel zu erreichen. Keine Antwort mehr zu finden. Nein, nein. Keine spirituelle Antwort mehr und keine weltliche Antwort mehr.
Also wenn die Fragen nicht, es gibt ja natürlich viele andere Fragen, die auftauchen können, nicht immer auftauchen, aber immer wieder mal. Wenn quasi keine Fragen mehr auftauchen oder weitgehend keine mehr, dann geht es in die Richtung. Ich meine, in die Richtung geht es sowieso, aber dann bist du näher dran. Ja, also man könnte jetzt sagen, umso weniger mentale Aktivität stattfindet, umso mehr kommt automatisch dieses friedliche Einheitsgefühl, dieses Seinsgefühl, dieses Ganzheitsgefühl. Ja, das eine nimmt das andere aus dem Spiel. Die ganze Zeit denken, du fühlst das Seinsgefühl nicht. Dieses friedliche Gefühl kann nicht gefühlt werden, weil nur Denken stattfindet. Die volle Energie ist im Denken. Drosselt sich das Denken, kommt automatisch dieses friedliche Gefühl, ja, dieses Seinsgefühl. Aber das ist auch noch nicht. Das ist auch noch nicht, weil da hast du noch immer das Gefühl von, ich bin anwesend als Seinsgefühl. Das ist schon mal sehr friedlich. Aber dann passiert das nächste Unglück und du bist vollkommen wieder draußen. Das, wovon ich versuche zu sprechen, ist das, was du im Wesenskern bist. Das heißt, das, was auch dieses Seinsgefühl beinhaltet. Das, was von nichts angegriffen werden kann, von nichts berührt werden kann. Das, was immer konstant da ist. Und das, wenn das, es ist so schwierig mit Worten zu erfassen, weil wenn man sagt, wenn das erkannt wird, das Paradoxe ist, du kannst es nicht mal erkennen, weil das nicht kennbar ist. Man erkennt, dass es nicht erkennbar ist. Und das ist die ultimative Erkenntnis. Ja? Du schützt dich vor dir selbst quasi. Du bist vor dir selbst im Leo. Weil sonst wärst du ja wieder etwas Weltliches, etwas Objekthaftes. Weil selbst dieses friedliche Gefühl von Seinsfühlung ist schon Traum, ist schon Objekt. Was kommt und was geht. Aber immer wieder der Hinweis, da gibt es noch etwas unter Anführungszeichen dahinter, das, was nicht kommt und was nicht geht. Und das ist das, was mit unendlichem Leben gemeint ist. Ich oder wir sagen quasi dasjenige oder das, die Position, die das Bewusstsein ermöglicht. Wir verwirklichen uns als Bewusstsein, sind aber nicht das Bewusstsein. Ja, also du könntest sagen, dass du generell auch im Wesentlichen Bewusstsein oder Sein bist. Solange die Show läuft. Ja, genau, solange die Show läuft. Im Tiefschlaf hast du kein Existenzgefühl. Das heißt, Gott, das was wir sind, braucht quasi seine Spielwiese. Also Gott ist nicht so allmächtig, wie man glaubt. Gott, um sich zu erkennen, um zu wissen, okay, ich weiß zwar nicht, was ich bin, aber ich weiß, dass ich bin, braucht seinen Inhalt. Braucht diesen Traum hier. Das Auge braucht etwas Gesehenes. Wenn das Gesehene aus dem Spiel genommen wird, ist das Auge nach wie vor da, aber das Auge weiß nicht, dass es überhaupt existiert. So herrlich, es ist wahre Musik. Für mich aber trotzdem für deine Irre, weil allmächtig gibt es nicht. Es ist eigentlich keine Substanz. Ja, das ist richtig. Es ist die Substanz, also die Substanz. Irrelevant. Es ist alles irrelevant. Aber wir beziehen uns da und drauf und gehen eigentlich nur in die Irre damit. Ja, das macht ja nichts. Wenn der Verstand ausgehebelt wird, ist es umso besser für dich. Weil der Verstand haltet dich, ich weiß leider nicht, wie du heißt, am Leben. Es ist nur die Idee, dass du hier sitzt. Sonst würdest du sofort das erkennen, wovon hier gesprochen wird. Wenn denken. Dann wäre es mir wurscht. Ja, also richtig. Vollkommen richtig. Es ist eine vollkommen gleich und nicht gleichgültig, es ist mir alles wurscht, sondern du siehst, dass es eine vollkommene Gleich- und Gültigkeit hat. Aber ich frage mich manchmal, ob ich mich nicht eben auf den Irrweg begebe, wenn ich zuhöre. Ja, das kann man. Aber es ist einfach auch so im natürlich. Traum wahrscheinlich. Natürlich, es ist alles, was stattfindet, ist perfekt. Aber ich weiß, was du meinst. Der Verstand versucht das eventuell zu verstehen. Und irgendwo einmal, da muss der Verstand gehen, weil genau der Verstand quasi das Problem ist. Deswegen sage ich immer wieder, es ist eher hier ein Resonanzmodell. Ich kann dir vom Telefonbuch vorlesen. Wenn Resonanz, wenn eine Offenheit von deiner Perspektive da ist, dann wird das gefühlt werden oder nicht, egal was ich spreche, wie gut oder wie schlecht ich darüber spreche. Also es hat in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun, was gesagt wird. Und du selbst
kannst dich niemals in die Irre führen, weil du ja bereits etwas Gespieltes, etwas Bewegtes bist. Das heißt, das, was hier stattfindet, und dann da gehört Andreas dazu, du dazu, Thomas dazu, das ist ein vollautomatisches, unbeschönliches, farbliches Schattenspiel. Das Formlose drückt sich durch die scheinbare Form aus. Das heißt, nicht du als Person sprichst und nicht Andreas als Person spricht, sondern hier spricht das Bewusstsein zu Bewusstsein. Und ob es gesehen wird oder erkannt wird oder nicht, es ist vollkommen egal, du bist es auch jetzt schon. Du bist es auch jetzt schon, aber die Person kann das natürlich nicht glauben. Du bist es jetzt schon. Es ist, wie wenn quasi noch die falsche Brille aufgesetzt wird, die Brille der Trennung. Wenn die aus dem Spiel genommen wird, dann siehst du das genauso, worüber hier gesprochen wird. Solange die Person nur da ist, ist es fast wie ein Schnuller. Das ist ja das Problem der... Das ist ja, genau, richtig. Das stimmt. Das ist ja diese Erleuchtungskarotte. Ja, dass man sagt, komm zu mir, ich erleuchte dich. Ich gehe in die andere Richtung. Du wirst diese spirituelle Erfahrung machen, obwohl hier darüber gesprochen wird, wenn es bei dir stattfinden soll. Kein Lehrer, kein Guru, die sich so nennen, niemand kann dir das geben, weil es dann etwas Objekthaftes wäre. Nur ein Objekt kann dir gegeben werden, das Handy kann ich dir überreichen, aber das, was du bist, ist das Subjekt. Das bist du jetzt schon. Daher ist dieses spirituelle Zirkus in Wirklichkeit perfekt, weil er stattfindet und in Wirklichkeit der absolute Hohn. Ein Zirkus. Ja, ein Zirkus, genau. Ein perfekter Zirkus, genau. Genau. Also es ist immer, egal was bei dir geschieht, es ist immer trotz dem du etwas machst. Es ist niemals wegen. Wenn du 40 Jahre meditierst und es passiert, dann ist es immer, trotzdem du meditiert hast, ist es passiert. Nicht wegen dem Meditieren. Niemals wegen. Es gibt keine Ursache. Es gibt keine Ursache. Wie soll es eine Ursache geben, wenn es keine Materie gibt? Der Film ist irgendwie schon abgedreht, obwohl es keinen freien Willen gibt. Also ich sehe es so, dass es keine Vorbestimmung gibt, aber das, was quasi kreiert wird, da gibt es niemanden, der das, was kreiert wird, verändern kann. Alles ist möglich, aber nichts ist fix. Ich würde so keine Ursache und Wirkung sozusagen. Genau, weil für Ursache und Wirkung benötigt es wieder Zeit. Mhm. Und die gibt es nicht. Und ist das dann so wie Energie? Also die Resonanz oder das Formlose, kann man als Energie bezeichnen? Ist das das Gleiche, was die Wissenschaftler jetzt in der Quantenmedizin oder so, als auch als diese Energie bezeichnen? Also da trifft sich das irgendwie. Das, was die Physiker jetzt festgeschrieben haben die großen Mystiker schon die ganze Zeit von sich gegeben. Das mit Ursache und Wirkung, das ist eigentlich für mich das von allen Sachen, die ich noch nicht verstanden habe, das ist das, was ich eigentlich, ich habe es intellektuell ungefähr verstanden. Und das berührt mich auch, wenn du das sagst. Und ich merke es auch zwischendrin mal, aber immer wieder da voll drauf rein, scheinbar natürlich. Ja, natürlich. Weil die Illusion ja hier wirklich perfekt ist. Es kann ja nicht besser kreiert werden, das Ganze. Es wird immer wieder geschürt und immer wieder gefüttert und es ist so fest geworden. Genau. Sowas. Genau. Wir sind einfach in dieser Welt hineingeboren und uns ist das immer so vorgespielt worden und vorgemacht worden und gesagt worden, es ist jetzt so und so und es wird immer fester und fester. Richtig. Wenn du dich innerhalb der Welt bewegst, wird die Person jede Sekunde untermauert, jede Sekunde zementiert und bestätigt. Mhm. Deswegen habe ich ja versucht vorzusagen, all das, was wir gelernt haben, es ist, die Wahrheit ist genau in die 180 Grad Richtung. Genau. Einfach nicht dran glauben, was wir denken. Ja, das Problem ist halt, du kannst nicht verneinen, wenn daran geglaubt wird. Weil ob daran geglaubt wird oder nicht, ist bereits im Film. Wie gesagt, es gibt keinen willentlichen Akteur in diesem großen Spiel. Genau, einfach nur der Zeuge sein. Ja, ja.
Also, hättest du einen freien Willen, würde ich dir sagen, greife den Moment gedanklich nicht an. Und dann hast du keine Probleme mehr. Dann siehst du, dass du das Problem nicht dissoziierst, nicht wegdrängst, sondern du siehst, dass es tatsächlich kein Problem gibt. Weil das, was hier stattfindet, nicht real ist. Aber der springende Punkt ist halt der, dass entweder es passiert, dass gedanklich nichts drüber geschüttet wird oder eben nicht. Und das muss dann einfach auch, dass das so sein darf, wie es ist. Ja. Und wir brauchen nicht glauben, dass das jetzt, nur weil wir uns das so vorstellen, weil es ist ja auch individuell, jeder hat ja seine eigenen Werte, ganz egal, dass das alles dann, dass ich nicht meinen, dass das drüber stülpen muss und so. Das ist ja dann auch diese Anstrengung im Leben. Ne? Es ist der Widerstand, das Problem, es gibt nur ein Problem und zwar der Widerstand. Und was bedeutet Widerstand? Widerstand bedeutet Widerdenken. Wenn ich gedacht hätte, ist kein Widerstand da. Du verschmilzt automatisch mit dem jetzigen Moment und du erkennst dich als Moment. Du bist leer, vollkommen leer und gleichzeitig vollkommen befüllt vom jetzigen Moment. Und das ist das Paradies. Das ist Paradies, es gibt keine Spaltung mehr. In der Natur ist es ein bisschen leichter. Ja. Das hat der Thomas auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass er gern draußen im Wald umeinander läuft oder so. Das mache ich auch gern. Und dann merke ich tatsächlich, wenn ich dann so gehe und schaue, dann ich sehe, dass ich das sehen bin. Ich sehe, dass ich von irgendwo hinterher schaue, nicht vom Körper. Also ich weiß, dass aus der Zeitlosigkeit kommt. Und in dem Moment, wo ich das mitkriege, auch wieder nur darüber reden zu können, ich rede dann schon mal an, klar. Ja, aber in dem Moment, wo klar ist, ich bin das Sehen und ich bin in dem Moment, sage ich mal, echt oder hundertprozentig. In dem Moment kommt sofort das die Tonbandaufnahme. Schaffst du nicht, Junge. Oder alles scheiße, oder passt mir nicht, der Baum ist auch nicht gut. So einen Aufgang wollen wir nicht haben. Also kommt sofort das, was du immer sagst, das Hirnchechern und kommentiert oder versaut diesen an sich reinen Moment. Das geht einmal 10 Sekunden, mal 5 Minuten, da muss ich aber schon beim Satz angewiesen sein oder durchgelesen haben. Dann, halt, dann geht es länger. Ja. Aber ansonsten kommt der Dreck im Sekundentakt. Ja, voll Dreck. Wiederbewertung. Ja, du hast ja viel Ziele eigentlich. Das ist überhaupt kein Ziel, aber das ist eine Bestandsaufnahme. Ja. Du kennst meinen Vogel nicht. Ich mag deine Allergie. Ja, es ist genauso, wie du sagst, also das Spiel funktioniert anscheinend so, dass die äußere Stille die förderlich für die innere Stille ist. Es scheint so. Es scheint so. Weil sonst würde es ja wieder Ursache geben. Ja? Es scheint so, dass die äußere Stille, dass man da immer mehr in diesen Frieden reinkommt. Aber auch tatsächlich siehst du, dass es dir genauso passieren kann, wenn du aus dem Fenster schaust und irgendwo auf die Straße irgendwas runterrufst. Also es gibt hier keine Kausalität. Ja? Es scheint so, als gäbe es eine gewisse Vorbereitung. Und der letzte Schritt ist akausal. Das heißt, es scheint so, als könntest du willentlich dich zum Schlafen hinlegen, alles vorbereiten, dass du besser einschläfst. Und der letzte Akt, wissen wir, ist dann unwillkürlich. Entweder man wird in den Schlaf genommen oder man bleibt halt hellwach. Tatsächlich ist nicht nur der letzte Schritt akausal und unwillkürlich, sondern auch schon der erste. Mir kommt immer wieder in den Sinn, was du im Anfang der letzten Chats einmal gesagt hast, also wie ich ein Video gesehen habe. Meine, da habe ich so lachen müssen und jetzt immer wieder, wie das Ganze halt entstanden ist oder warum. Was du gesagt hast, weiß nicht, Gott hat sich vielleicht irgendwo gekratzt oder was gesagt. Ja, genau, das, Gott bewegt sich. Das ist so. Das heißt, das Bewusstsein, du kannst jetzt dazu sagen, wie du möchtest. Gott, Totalität, absolutes Bewusstsein, wie auch immer, sind nur Namen, egal was. Das, im Tiefschlaf ist vollkommene Regungslosigkeit, vollkommene Bewegungslosigkeit da. Und dann ist es halt aufgrund einer intrinsischen Bewegung, bewegt sich das Bewusstsein und kreiert live instant das, was wahrgenommen wird.
Das heißt, es gibt hier nichts drüber, nichts drunter, nichts links, nichts rechts, nichts vorne, nichts hinten, nichts innen und außen. Wir sitzen hier im Niemandsland. In einem zeitlosen, raumlosen Irgendwas. Ja, und wenn das klar gesehen wird, also lebst du quasi immer aufgelöst. Also in der Auflösung. Meistens ist hier keine getrennte Instanz vorhanden. Ja. Ja? Und dann siehst du, es kann hier gar nicht. Also selbst wenn du mir fragst, wie geht's dir heute, Andreas? Ich sage dir gut oder schlecht, aber es ist Lüge. Es ist absolute Lüge. Mhm. Ich kann dir gar das nicht. Geht's dir gar nicht? Ich existiere. Ja. Ja? Genau. Scheinbar. Scheinbar, genau. Scheinbar. Ich meine, das, was du bist, braucht nicht einmal einen Körper, um zu existieren. Ja, das ist ja das, wo wir vielleicht auch, bevor wir einen Körper gehabt haben, waren und auch Tage hinkommen werden, wenn wir keinen Körper mehr haben. Du machst jede Nacht die Todeserfahrung. Mhm. Jede Nacht stirbst du. Es ist nicht mehr. Der Tod, wovor wir uns alle so fürchten, ist einfach die Entleerung des Inhalts. Mhm. Das ist es. That's it. Jede Nacht sterben wir. Mhm. Es ist nicht mehr. Weil wir nicht wissen, dass wir existieren, ja, im Schlafen. Genau. Wobei ich gar nicht glaube, dass die meisten Leute wirklich, wenn man es wirklich hinterfragen wird für sich selber, gar nicht Angst vor dem Tod haben, sondern vor dem Sterben. Mhm. Ich will nicht für alle reden, aber ich glaube, die meisten haben das nicht richtig hinterfragt. Nein, ich glaube, es ist die Existenzangst, die Angst, ausgelöscht zu werden. Dass das die Urangst ist. Nehmen wir jede Angst her, die wir haben. Und gehen wir zurück. Es ist immer, meiner Meinung nach, die Angst, nicht mehr zu existieren. Ausgestoßen zu werden, nicht mehr geliebt zu werden. Aufgelöst zu werden. Jede Angst, egal wo du dich befindest im scheinbaren Leben, es hat immer diese Urangst als Basis. Aber wenn einem das bewusst ist, dann brauchen wir auch keine Liebe mehr. Nein, eh nicht, weil du bist selbst die Liebe. Mhm. Du brauchst niemanden anderen mehr. Genau, das glaubt man. Also manchmal habe ich so genau dieses Gefühl, gell? Ja. Und trotzdem wird dann immer wieder von den Menschen, die man ja liebt, gesagt, ja, das gibt es ja gar nicht. Du brauchst niemanden, das ist ja nicht normal. Genau. Irgendwie so. Genau. Ja. Genau. Es wird, so wie wir vorgesprochen haben, es wird auf weltlicher Ebene immer bestätigt, dass du etwas Geborenes in Raum und Zeit bist. Dass du eine eigenständige, selbsthandelnde Person bist. Aber in der Erkenntnis siehst du, es ist in Wirklichkeit alles nicht real, es ist unecht. Und du genügst dir selbst. Egal wo du hingehst, egal wo du hinschaust, egal wo du hinfühlst, egal wo du hinhörst, egal wo du hinriechst, das bist du. Das bist du als Erscheinung. Das heißt, wenn du so möchtest, bist du niemals mit wem anderen in einer Beziehung. Du bist immer mit dir selbst in einer Beziehung. Es gibt nur dich, es gibt nicht mehr. Und gleichzeitig auch den anderen und alles andere auch. Alles und du erkennst dich als das andere. Mhm. Also wenn es kein Ich gibt, gibt es natürlich kein Du und gibt es auch keine anderen. Mhm. Also hier wird das wahrgenommen als ein Wesen. Es ist ein unendlich großes, dimensionsloses, was auch immer Wesen. Mhm. Und darin finden die unterschiedlichsten Perspektiven statt. Aber all das ist mein Inhalt. Ja, und es gibt ja gar nicht mehr als dich. Es gibt nicht mehr als dich. Es ist immer alles 100%. Es ist immer 100%, immer. Es gibt dich als absoluter Träumer, der niemals sterben kann. Und es gibt deinen Traum. Der Traum kommt und geht, verändert sich, scheinbar. Ja? Und das war's. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Jetzt fällt mir gerade so ein, du sagst immer, es gibt ja nur das als Bild. Mhm. Aber wieso? Das ist ja zweidimensional. Das ist ja dann wurscht, ob es drei- oder zweidimensional ist. Ja, also es ist. Ist wurscht, oder? Es ist alles egal. Ob ein Körper oder ein Bild ist. Es ist egal. Du nennst das gern Bild. Genau, ein bewegtes Bild, richtig. Und in Wirklichkeit gibt es keine zwei Dimensionen, es gibt keine drei Dimensionen, es ist alles dimensionslos. Ja? Also, nächtlicher Traum wieder, in welcher Dimension findet ein nächtlicher Traum statt? Es scheint so, als wäre man in einem nächtlichen Traum in einem Raum und sagt, es gebe 3D. Aber gibt es das wirklich in einem nächtlichen Traum? Genauso ist es hier. Genauso ist es hier. Und ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Was
unterm Strich, was bringt das alles? Ja? Nicht? Okay, ja, dann habe ich es falsch verstanden. Ja? Ich habe mir jetzt gerade durchschaut, dass ich auch immer Fallen suche, die ja auch wieder kontraproduktiv sind, die ich eigentlich auch nur in den Ursprung zurückfallen lassen soll. Aber ich sehe es jetzt was im nächsten Moment ist. Yeah. Ich habe schon probiert, was als Bild zu sehen, ne? Yeah. In den Körper. Und da laufe ich ins, ja ins, genau. ins Kreisen. Ja, genau, richtig. Und das ja. will ich eigentlich ja. irgendwann loslassen. Aber ja. das ist egal, das kommt eventuell. Genau, also die höchste Wahrheit ist, es geschieht, wenn es geschieht. Und natürlich, als wenn ich eine Halbwahrheit sage, also sagen wir so, die Wahrheit ist, der Mechanismus ist ganz eindeutig zu durchschauen, wie das alles funktioniert. Es ist wieder die mentale Aktivität. Deswegen der Tipp, wenn du es machen könntest, halte deine Gedanken an. Ja. Ja, und speziell dann siehst du, dass du keinen freien Willen hast. Weil wenn du einen freien Willen hättest, könntest du sofort in der Sekunde für immer und ewig den Gedanken anhalten. Es wird jetzt immer das mit den Wolken, aber wenn ich sage, ich will die Wolken anhalten, bin ich weiter weg, wie wenn ich es vorbeiziehen ja, lasse. Genau. Also die Gedanken anhalten ist eher... Ja, es war jetzt eher satirisch gemeint, also das siehst du... Also zum Durchschauen. Genau, zu durchschauen, dass du nicht die handelnde Instanz bist. Weil sonst könntest du sofort sagen, okay, Rest meines Lebens denke ich nicht mehr. Und sehe das, worüber hier gesprochen wird. Da könnte vielleicht dieses Christus-Zitat herkommen, schließe die Augen und du wirst sehen. Das ja. macht in dem Kontext, was du gerade sagst, Sinn. Ja. ja. Dann machst du die Augen zu und du möchtest dann eben nicht denken und dann plötzlich, brumm, genau. du siehst das dann spätestens. Genau. Wir sind absolut ohnmächtig. Es ist eine absolute Ohnmacht hier. Eine absolute Hilflosigkeit. Weil niemand da ist. Und als Person denkt man sich, wow, das ist aber sehr frustrierend. Aber das dreht sich, indem du wirklich den Bhakti-Weg gehst und sagst, okay, nimm mich. Ich sehe, es gibt keine Chance hier. Dann dreht sich das in vollkommene Akzeptanz um. Und da ist dann das Paradies zu Hause. Ja, genau. Aber es ist ja immer nur das Gehirn, weil das Gehirn ist verbunden mit den Sinnen und wir schauen ja nicht mit den Augen, sondern eigentlich mit dem Gehirn, weil das interpretiert ja ständig, was man hört, was man sieht und was man schmeckt. Ja. Auch das ist schon ein Konzept. Und das, ja. Auch das, du schaust nicht durch die Augen, du schaust nicht mit dem Gehirn. Gott braucht keine Augen zu schauen. Ja, das, genau, und dann darf sie das wieder genau als Teil von dem wahrnehmen, aber es ist trotzdem. Ja, die Realität. Die Augen und der Glaube an ein Gehirn ist bereits schon im Traum. Im nächtlichen Traum hast du einen scheinbar anderen Körper. Und es wird alles wahrgenommen, genauso wie hier. Vielleicht etwas anders, du kannst durch Wände gehen, fliegen, was auch immer. Aber was ist das unterm Strich? Es ist Wahrnehmung, es ist pure Wahrnehmung. Brauchst du wirklich in einem nächtlichen Traum Augen, um zu sehen? Es ist schon Teil des Spiels, des Spielfilms. Komischerweise ist man in einem Traum, also ich kann nur von mir reden, in einem nächtlichen Traum, da bin ich niemals der Körper oder der Rainer. Ich bin eigentlich immer nur das Sehen. Natürlich kommt von hinten ja die Identifikation dazu, weil der Verstand doch mit mir plaudert. Aber eigentlich bin ich das Sehen. Ja, du bist auch jetzt das Sehen in Wirklichkeit. Ob es hier der tägliche Traum ist oder der nächtliche Traum, es ist ein großer, unendlicher Traum. Und in dem Wissen, was du wirklich bist, verschmilzt der Seher, das Sehen und das Gesehene vollkommen. Und dann gibt es keine Trennung mehr. Das heißt, hier wird es so wahrgenommen, Andreas, das Sehen und das Gesehene, es ist eins, es ist keine Distanz da. Nicht einmal einen Millimeter ist Distanz hier. Gott ist überall. Genau, Gott ist überall, genau. Genau. Und ohne Distanz. Es ist nicht auf die Erde begrenzt, sondern über. Also es gibt in Wirklichkeit keine Erde. Ja. Es gibt die Erde als deinen Ausschnitt namens Traum. Es gibt keine real existierenden Planeten irgendwo unabhängig von dir hängen im Universum. Du träumst die Welt.
nächtlicher Traum. Du gehst auf eine, du fliegst von Österreich nach Amerika. Wo ist die Welt? Mhm. Wo ist die Welt? Und all das, worüber ich versuche hinzuweisen, weil mehr geht nicht. Ich kann dir das nicht geben, weil du es ja schon bist. Bist du. Das bist du. Das ist deine wahre Perspektive. Du bist die Unsterblichkeit, du bist die Unendlichkeit. Du bist das, was niemals irgendeine Sorge oder Kummer hat. Du bist die ultimative Lösung. Du bist dir selbst die ultimative Lösung. Niemand anderer kann dir helfen. Kein Therapeut, kein Coaching, nichts. Alles verpufft in dem, was, wenn du dich selbst erkennst. Jede Therapie, jedes Coaching zielt wieder auf die Person ab. Halte dich im Spiel gefangen. Temporär vielleicht eine Erleichterung, aber das war's auch schon. Dann kommt das nächste Problem und das nächste und das nächste und das nächste. Aber wir wollen ja die ultimative Lösung. Ohne es oft zu wissen. Jede Handlung unterliegt dem Motiv, wieder zurück zur Vollkommenheit, zur Einheit zurückzukommen. Egal, was aus der persönlichen Sicht passiert, es ist immer der Motor, ich möchte mich voll und ganz fühlen. Ich möchte glücklich werden. Das heißt, auch aus der persönlichen Sicht, es geht immer um deine wahre Essenz, ohne das zu wissen. Es geht nicht darum, um Geld zu verdienen. Mhm. Es geht nicht darum, um einen Traumpartner oder Traumpartnerin zu finden. Frieden. Es geht um Frieden. Frieden und Aufgelöstsein. Mhm. Zu verschmelzen. Wow. Das Glück und das andere kannst du nebenbei so mitnehmen, wenn es denn sei soll. Frieden ist es. Genau. Deswegen sage ich immer, wenn du dich als Torte erkennst, ist es vollkommene Sattheit. Ja. Und natürlich, wenn dann eine Kirsche noch draufkommt, namens Partnerin, tolles Auto, toller Urlaub, toller Job, was auch immer, die nehmen wir mit. Ja? Das sind die gebratenen Tauben, die ins Maul fliegen. Genau, richtig. Ich muss das kommen. Genau, die nehmen wir mit, aber es ist keine Notwendigkeit mehr. Du genügst dir vollkommen selbst. Das war bei dem Film, ich glaube, ich habe da das mal geschrieben, beim Neo, beim dritten Teil, beim Matrix, wo er vor Maschinengott steht. Er hätte alles Mögliche sagen können, was willst du? Er sagt nur ein Wort, er sagt Frieden. Genau. Ich habe gewusst, dass er das sagt. Genau. Ich habe nicht gewusst, warum er es sagt, ich habe nur gewusst, er sagt jetzt das Wort. Ja, genau. Boah. Ja. Ja, weil es uns in Wirklichkeit um das Frieden, um den Frieden, um die Auflösung geht. Mhm. Einerseits wollen wir aufgelöst sein und wir wollen aber weiterhin existent sein. Und beides hast du in der ultimativen Erkenntnis. Du bist aufgelöst als Person, aber du bist nach wie vor da. Das ist das, was der Nisargadatta gesagt hat, wenn sie wirklich verstanden haben, wirklich von innen heraus, dann können sie tun, was immer sie wollen. Ja. Das klingt jetzt wie Aufforderung zu Anarchismus oder zu was weiß ich was, aber der hat das genauso gemeint. Das ist die vollkommene Wahrheit. Genau. 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 Da gibt es auch kein Bewusstsein. In Wirklichkeit hast du kein Bewusstsein, sondern wenn, dann bist du Bewusstsein. Aber noch einmal, du kannst das nennen, wie du es möchtest. Wie du es möchtest. Man sagt halt oft Bewusstsein dazu. Ja? Energie, Essenz. Es ist vollkommen egal, was du dazu sagst. Es gibt das eine ohne ein zweites. Es gibt die substanzlose Substanz ohne eine andere Substanz. Es gibt keinen Vergleich. Ich kann tun, was ich will, das klingt nach freiem Willen. Mhm.
ja, dieser Gadat hat das so gemeint, in der Erkenntnis, was du wirklich bist, kannst du tun, was du möchtest, weil es dann vollkommen egal ist, was getan wird. Aber natürlich hat er vollkommen gewusst, dass es keinen freien Willen gibt. Weil es sowieso passiert. Weil es sowieso passiert, genau. Genau. Egal, was getan wird, egal, ob es durchschaut wird, dass es keinen freien Willen gibt oder es nicht durchschaut wird und nach wie vor die Erfahrung eines freien Willens da ist, es ist in Wirklichkeit beides vollkommen gleich und gültig. Weil in Wirklichkeit das ein unpersönlicher Akt ist. Das heißt, es gibt die Erfahrung von Trennung, aber es gibt keine Trennung. Es gibt die Erfahrung von Zeit, aber es gibt keine Zeit. Es gibt die Erfahrung von Raum, aber es gibt keinen Raum. Es gibt die Erfahrung von einem freien Willen, aber es gibt keinen freien Willen. Immer die 180 Grad. Das, was wir als Person glauben, 180 Grad in die andere Richtung. Es gibt die Erfahrung von Geburt, aber keine Geburt. Es gibt die Erfahrung von Sterben, aber kein Sterben. Gibt es auch keine Ebene? Man kann nicht sagen, das ist jetzt die Ebene. Nein, in Wirklichkeit gibt es natürlich keine Ebene. Ja? Aber wenn wir darüber sprechen, damit überhaupt irgendwie halbwegs ein Redensfluss zustande kommt. Kann man schauen, das ist die Ebene? Ja, muss man natürlich auf dieser Basis sprechen. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Ebene. Wenn es eine Ebene geben würde, dann müsste es etwas Zweites geben. Ja, zweite Ebene oder dritte genau, oder vierte. Genau, es müsste einen Vergleich geben. Es gibt keinen Vergleich zu dem, was du bist. Genau. Man hört doch in letzter Zeit öfters mal der Aufstieg in die fünfte Dimension. Ja. Ja, es ist ein Konzept, eine Idee, es ist Traum. Es gibt keine einzige Dimension. Es ist in der spirituellen Szene ein weiteres Konzept. Nirgendwo musst du hingehen. Du wirst keinen Mehrwert dadurch erlangen. Das, was du bist, das Wesen selbst, wird durch nichts einen Mehrwert erlangen und durch nichts einen Nachteil erlangen. Egal welche scheinbare Erfahrung gemacht wird. Egal ob du mit dem Fliegenteppich von hier nach Deutschland zurückfliegst, oder mit dem Auto fährst, du wirst niemals irgendwie einen Mehrwert dadurch bekommen oder einen Nachteil. Die Person glaubt natürlich, wow, super, tolle Erfahrung gemacht. Aber die fällt auch wieder weg, die Erfahrung. Die Erfahrung verpufft, weil die Erfahrung niemals für die Person da ist. Die Erfahrung geht immer in die absolute Zero, in die absolute Null, das was du bist. Es verpufft. Schön. Ja, es ist das Paradies. Es ist das Paradies. Dann könnte man das ja eher den Abstieg nennen, weil es, oder wenn schon kein Aufstieg, sondern eher es fällt alles weg und dann. Ja, also man könnte das halt so sagen, dass wenn man sich als Person erfährt, noch mehr da ist als aus dieser Perspektive hier. Weil hier ist noch der Filter oder der Schleier namens Person da. Wenn der quasi aus dem Spiel genommen wird, wenn der zusammenbricht, sich auflöst, ist halt weniger da, wenn man das so formulieren möchte, ja. Weniger ist mehr, nichts ist alles. Ja, genau. Man so möchte, ist jede Bewegung, jede wohin kommen, egal wofür man sich interessiert oder sagen wir so, egal was man macht, um etwas zu erreichen, in Wirklichkeit Zeitverschwendung. Was natürlich schon wieder totaler Humbug ist, ja,
weil es ja niemanden, weil es ja zeitlich gibt und niemanden gibt, der das bewusst machen kann. Aber wenn man das einfach von außen beleuchten würde, jede spirituelle Aktivität, die nicht direkt auf das hinweist, was man wirklich ist, auf den Wesenskern, ist sozusagen unter Anführungszeichen Zeitverschwendung. Weil wahre Spiritualität ist zu ergründen, zu erforschen, was bin ich wirklich? Was ist das? Aber sobald du irgendetwas machst, du als Person, du als Trennung, ja klar, dann bleibst du in diesem Spiel gefangen. In diesem Irrgarten. In diesem Irrgarten. Ist auch vollkommen perfekt. Es ist unterm Strich eh wurscht. Es ist vollkommen egal. Das ist ja wurscht, wie man das Leben verbracht hat. Weil am Lebensende sagt man, okay, hat mein Leben jetzt einen Sinn gehabt oder hat es keinen Sinn gehabt? Also genau. Das Leben hat keinen Sinn und keinen Unsinn. Weil sonst würde es wieder etwas Zweites geben müssen. Genau. Ganz egal, wie man das Leben verbracht hat. Ob man der größte Verbrecher war oder genau. Mörder. Oder ja, ja. Ganz egal. Das Leben spielt sich, wie das Leben sich spielt. Und dann ist diese Geschichte zu Ende, dann fängt eine neue Geschichte an. Das heißt, der Traum hört niemals auf und der Träumer hört niemals auf. Und was gibt es für eine schönere Botschaft? Am Schluss ist es nur ein Strich am Grabstein von dies. Ja, ja, genau. Oder so wie Osho, glaube ich, auf Grabstein stehen hat, ich wurde niemals geboren und bin niemals gestorben. Am Grabstein von Gustav Mahler steht Gustav Mahler. Ja. Einer der größten Komponisten aller Zeiten. Ja. Genau. Radikal und vollkommen klar. Wenn du zumindest diese Gräber mit Säulen, wer ist der Reichste? Genau. Im Friedhof? Genau. Und der, Gustav Mahler. Genau. Genau. Ja. Andreas, wenn du jetzt so verreist und so, ne, in ein anderes Land, kommst du dir dann irgendwie anders vor? Also, dass du irgendwo anders bist, oder wie ist das? Also, ich sage natürlich auch, ich reise von hier dann wieder ab, Richtung Wien. Aber du siehst, dass das, was du bist, sich keinen Millimeter bewegt. Ich sage auch, ich bin mit dem Auto da und ich fahre mit dem Auto jetzt 500, 400 Kilometer Richtung Wien zurück. Aber ich weiß, dass es Lug und Betrug ist. Also es ist kein Unterschied, ob du jetzt hier sitzt oder bei dir zu Hause am Küchentisch? Absolut nicht. Absolut nicht. Weil du siehst, man sieht, dass es die eine Essenz gibt. Die eine Essenz, die hier so tut, als würden hier ein paar Personen sitzen, als wäre hier ein Raum, als würde ich hier beim Kaffeeofen sitzen. Es ist alles Fake in Wirklichkeit. Alles wird Fail. Aber das klingt so, wie wenn ich das verneinen würde. Nein, es ist die pure Erfüllung. Es ist die pure Erfüllung, weil ich das bin. Es ist eine Ausdrucksform von mir, es ist eine Facette von mir. Das bin ich. Das verändert sich auch nicht. Eigentlich. Nein, du erkennst die vollkommene Bewegungslosigkeit in der Bewegung. Du erkennst die Substanz dahinter. Du erkennst die Substanz, die das hier formt. Kann man die wirklich erkennen, oder? Also es ist kein Erkennen, es ist ein Wissen. Also ich sehe, selbst wenn hier Bewegung ist, dass sich das, was meine Essenz ist, sich nicht bewegt. Ich sehe, dass es keine Materie gibt. Das, was die Wissenschaftler sagen. Es tut halt so, als wäre dieses Handy hart, schwer, kalt, aber ich sehe, dass das nicht keine Materie ist. Thank you.
Auch optisch? Nein, es ist nicht mit den Sinnesorganen zu erfassen. Es ist auf einer anderen Ebene, wenn man so möchte. Ich erkenne, dass der Ton Bewusstsein ist, dass das Bildbewusstsein ist, dass die Schwere, das Gewichtbewusstsein ist, dass das Gefühl von Kältebewusstsein ist. Es gibt nur die eine Substanz. Die eine substanzlose Substanz, die nicht benennbar ist. Wo es auch nicht mehr weiter zurückgeht. Ja, es geht, wenn du so möchtest, weiter zurück, dort, wo du zu Hause bist. Dort, wo wirklich dein Zuhause ist. Aber das ist dieselbe Essenz. Da ist keine Trennung. Es ist keine Trennung. Zwischen Traum und Trauminhalt gibt es keine Trennung. Aber der Träumer ist nicht der Trauminhalt. Das ist also, was Nisargadatta sagte. Die Wirklichkeit, der Träumer, ist ständig im Traum. Die Essenz ist ständig im Traum. Aber der Traum ist nicht der Träumer. Aber das ist nicht verschieden. Das ist keine Spaltung. Wie die Welle zum Ozean. Der Ozean ist der Ozean, die Welle ist die Welle. Die Essenz vom Ozean ist in der Welle drinnen, aber die Welle ist nicht der Ozean. Ich kann das von mir sagen, dass es also zwar alles bunt und so weiter ist, aber dass es doch irgendwie auch schwarz ist, oder? Ja. 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 Und dieses Bunte und so, die Gefühle und so, das verändert sich, aber das eine irgendwie nicht. Ja, ja. Genau. Genau. Es gibt eine Konstantheit im unendlichen Fließen. Ja. Genau. Aber selbst diese Konstantheit ist bereits im Traum. Weil du es wahrnehmen kannst. Alles, was du beschreiben kannst, alles, was du wahrnehmen kannst, egal wie hoch, was für ein Hochgefühl, egal welche spirituelle Erfahrung gemacht wird, ist bereits Traum. Und das Schwarz geht halt nicht wahrzunehmen. Das ist, ja. Aber du kannst es beschreiben, deswegen ist es schon Traum. Das, was du nicht beschreiben kannst, das bist du. Das würde ich als schwarz bezeichnen, weil ich da nichts zu sagen kann. Okay, also wenn das eine mentale, also ja. eine Kategorisierung ist, okay, aber wenn du es wirklich als schwarz siehst. Nee, schwarz ist natürlich nicht. Dann wäre es schon wieder Traum. Ja, also ich meine nicht, das ist schon das Licht oder so, das ist nicht schon das. Okay. Ja. Weil manche sagen, ich bin jetzt das Licht. Ja. Habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gehört. Das Licht, was du wahrnehmen kannst, ist nicht das Licht, was du wirklich primär bist. Alles, was ich beschreiben kann, alles, was ich sehen kann, ist Traum. Ist eine Facette von mir, aber ist nicht mein Wesenskern. Ich habe auch mal gehört, das Licht ist nur der Parkplatz, die Beleuchtung vom Parkplatz. Die Party findet dahinter statt. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Habe ich mal gehört. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber es ist so einfach zu durchschauen. Alles, was wahrnehmbar ist, alles, was gesehen werden kann, beschreibbar ist, ist bereits Traum. Und das Einzige, was nicht beschreibbar ist, aber wo ein Wissen da ist, dass du das bist, ist nicht beschreibbar. Das ist quasi nicht in Raum und Zeit. Und das bist du im Kern. Das bist du primär. Vielleicht nennen das ja manche das Licht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da müsste man die anderen fragen. Ja. Aber natürlich, habe ich auch schon gehört. Aber hier der Hinweis, das Licht, das du wahrnehmen kannst, ist nicht das Licht, was du primär bist. Das Wesen kann sich als Wesen selbst nicht erkennen. Das Auge kann sich selbst nicht sehen. Weil sonst wäre es wieder so etwas Objekthaftes. Alles, was ich sehe, ist irgendwann mal gekommen und geht irgendwann einmal. Also kann ich das nicht sein. Aber man kriegt sich nicht davon ab. Bitte? Man kriegt sich nicht davon ab. Man grenzt sich? Also man kriegt sich da nicht von ab. Also man kriegt sich ja nicht getrennt davon. Ja, natürlich. Es gibt keine Trennung zwischen Träumer und Traum. Gibt es keine Trennung. Aber der Träumer ist nicht der Traum. Du hast erst gesagt, es gibt nur die beiden Dinge, den Träumer und den Traum, sonst gibt es gar nichts. Nichts, gar nicht. Das ist super. Das ist alles, was es gibt. Ja. Mehr gibt es nicht. Egal, worüber du sprichst, es geht immer um dich. Das ist der Hinweis von Ramesh, glaube ich. Das eine ohne ein zweites. Du bist das, was keinen Vergleich hat. Dadurch kannst du es nicht charakterisieren. Ja. Das ist eh irgendwie logisch. Ja, genau. Genau.
Hm. Das müsste man bei den Kindern in der Volksschule schon als Gegenstand nehmen, Non-Duality zum Beispiel. Ja, aber bis dato hat das Spiel so nicht funktioniert. Das hat der Ramesh, glaube ich, mal gesagt, als er gefragt worden, was denn wäre, wenn alle erwacht waren, dann ist er Gadata, wenn alle erwacht waren oder zumindest auf dem Weg dorthin, dann hat er gesagt, das ganze Universum wird zusammenbrechen. Ja. Das wird nicht mehr funktionieren, es basiert auf Schwindel. Genau, es ist fake, es ist nicht echt hier. Deswegen sagt auch Nisa Gadata, die einzige Erkenntnis, die hier gemacht werden kann, ist, dass das als nicht real erkannt wird. Es ist unecht. Erkennen Sie das Falsche als falsch. Genau. Und jegliche Frage erlischt. Genau. Das Einzige, was sie nie geändert hat, wobei sie eigentlich alles geändert hat, das war das nackte Gefühl der Anwesenheit. Du hast das gerade vorher gesagt, dass du hierher fährst und erlebst es irgendwie gleich von dir aus sehen. Ja. Ich habe das einmal so erlebt, ich war mal in Bali, das war ein wunderbarer Ort, schön, 1000 verschiedenen Gründen, da bin ich da gestanden. Ist es das so toll, grün, schön, Urlaub, Geld hast, Zeit hast, ja, ist alles nett, aber ist eigentlich, dann habe ich wirklich hier gespürt, was macht das jetzt so besonders? Meine Anwesenheit ist das, warum ja. Das so geil hier ist. Genau, aber auch die Anwesenheit, auch das Gefühl von Anwesenheit ist bereits im Traum, weil du kannst es spüren, du kannst es wahrnehmen. Und hier ist der letzte Schritt ist der, dass auch das Gefühl von Anwesenheit geht. Das heißt, es ist am jetzigen Moment da und du bist zu 100% nicht mehr da. Nicht einmal mehr das Gefühl von Existenz oder von Anwesenheit. Also quasi, ich bin ohne jemanden, der kommentiert, ich bin. Es gibt kein Ich bin mehr. Mhm. Es gibt kein Seinsgefühl. Und das ist das, was Nisan Gadata sagt, der absolute Zustand. Der absolute Zustand und trotzdem gibt es Traum. Es gibt kein Gefühl mehr von Ich bin. Ist dieses Gefühl der Anwesenheit ein Gedanke? Nein, es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl und eventuell kommt ein Gedanke drauf, ich bin anwesend, als was auch immer. Meistens ist es, ich bin anwesend als Person, dann fällt die Person auseinander, dann gibt es dieses Einheitsgefühl, dieses Seinsgefühl, friedliches Gefühl, dieses berühmte Ich bin, von dem die meisten Lehrer sprechen. Und dann gibt es aber noch einen Schritt zurück, der absolute Zustand, wo dieser Gadata darauf hinweist, dass auch das nicht wirklich real ist, auch das gehen kann. Und das ist dann quasi der letzte Schritt, so wie im Tiefschlaf. So wie im Tiefschlaf, aber trotzdem gibt es seinen Inhalt. Und mehr geht da nicht. Mehr geht nicht. Und da ist der absolute Frieden zu Hause, nicht der relative Frieden, weil das Ich bin das unpersönliche Gewahrsein, das unpersönliche Bewusstsein, wo es keine Trennung mehr gibt. Das ist friedlich, sehr angenehm, aber es kann sofort etwas kommen und dich da quasi wieder rausschmeißen. Ja. Und da gibt es halt noch einen Schritt zurück und ja, du bist einfach nicht mehr da. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wobei man sich das gar nicht vorstellen kann, es ist dann irgendwie so, dass das Gefühl der Anwesenheit zwar noch da ist, meines Erachtens da sein muss, aber vollkommen leer ist von irgendeiner Identität. Nein, so ist es nicht. Es gibt wirklich kein Gefühl mehr von Anwesenheit. Es gibt kein Gefühl mehr, dass ich als was auch immer anwesend bin. Es gibt pure Wahrnehmung. Pure Wahrnehmung. Es gibt Sehen, Fühlen, Hören, Riechen, Schmecken, absolut für niemanden mehr. Also das existiert so noch? Ja, natürlich. Den Traum gibt es ja. Ich rede mit euch. Und dafür Sachen. Ich stelle mir gerade vor, was dann fehlt oder was dann eigentlich anders ist. Das kann mit Worten nicht beschrieben werden. Es ist mehr als friedlich, es ist mehr als angenehm, es ist mehr als lieblich. Das Sehen ist so unbestimmt. Also ja, also es gibt Sehen ohne einen Seher. Genau. Es gibt Sehen ohne einen Seher. Also nicht Andreas sieht, sondern das Gott sieht. Gott sieht. Und die Wahrnehmung, hat sich die irgendwie jetzt verändert dann durch das, dass dann praktisch... Ja, also als Geschichte kann man sagen, dadurch, dass kaum mehr Denken stattfindet,
ist natürlich Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und so etwas intensiver, etwas deutlicher, etwas schärfer, aber auch das ist in Wirklichkeit bereits Traum. Das ist vollkommen egal. Und wenn es stumpfer werden würde, ist es auch Traum. Ja. Manche Brüder von dir sagen, ja. Und das sind keine Brüder von mir. Manche Bäume. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und du sagst aber immer noch, es passiert Identifikation, was natürlich sofort klar wird, aber es, die, was da auch sitzen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das sagen manche. Wenn die Person mal weggefallen ist und es ist Verwirklichung, kommt sie immer zurück. Ja, das ist richtig, das sehe ich nicht so. Weil dann würde es wieder Kausalität und Ursache und Wirkung geben. Kausalität? Ja, wenn es nicht mehr zurückkommen würde, dann gäbe es ja irgendwie eine Ursache. Es gibt keinen roten Faden. Okay, es gibt also keinen roten so Faden. Und so. Ja, also die einen sagen dann praktisch nicht die Wahrheit, obwohl sie sich rühmen, die Wahrheit zu sagen. Also ich sage, aus ihrer Perspektive ist es dann so, aber es ist nicht die ultimative Wahrheit. Also ich behaupte, dass es bei niemandem so ist und ich behaupte, dass es ein Geschäftsmodell ist. Umso mehr ich sage, ich bin konstant in diesem Wissen, umso mehr, umso besser kommt das rüber. Hat der Nisargadatta oder der Ramesh oder der Ramana oder irgendeiner Babaji gesagt, er ist manchmal identifiziert? Also selbst die großen Bekannten, Rupert Spira, Karl Renz, sagen, dass es anders nicht geht. Sie sagen, es kommt Wut, aber es ist vorbei wie eine Wolke. Nein, es passiert auch ab und zu es ist auch ab und zu Identifikation da. Ja, ich habe jetzt unlängst von Robert Spira ein Interview gehört, er hat gesagt, keine Chance. Ab und zu ist Identifikation da, aber, ein großes Aber, wenn du das einmalig siehst, dass es vollkommen egal ist, ob De-Identifikation da ist oder Identifikation, ist es kein Problem. Es ist kein Problem, weil alles, jede Erfahrung verpufft in dem, was du bist. Habe fertig, genau. Oder wen kümmert es? Aber da hätte ich jetzt eine Frage. Wen kümmert es, den kommen in zwei verschiedenen möglichen Aspekten sehen. Entweder der wirkliche, wen kümmert es, der irgendwann einmal vollständig weggefallen ist und du sagst, der könnte irgendwann wieder kommen, das ist dann, den kümmert es, kann ich nachvollziehen, oder aber einer, der nur mal mental verstanden hat, wen kümmert es, okay, und das teilweise auch wirklich verstanden hat, aber dann sofort wieder weg ist. Ja. Also was für wen kümmert es, wäre es? Also wen kümmert es, ich glaube, das ist das typische Statement von Ramesh Balsekar. Ich habe sogar Buch geschrieben, ein ganzes drüber. Heißt einfach, dass niemand da ist, dass niemals etwas da ist. Und wenn wir so reden, das Ich kommt zurück oder nicht, es hat niemals ein Ich gegeben, was bedeutet das? Dass das Gefühl von Trennung eventuell zurückkommen kann oder nicht. Das, und dann kommen unendliche Ich-Gedanken, ich fühle mich hier, ich sitze hier. Ja? Das ist das Ego, es ist ein Gefühl und zusätzlich Gedanken, ich fühle mich hier getrennt. Das ist sozusagen das Ego. Aber das, worauf Ramesh verwiesen hat, ist, wen kümmert es, bedeutet wirklich, kümmert es den Null wirklich? Er hat verwiesen auf die Null. Okay, also vom höchsten Zustand. Auf die absolute Zero. Okay. Wenn dann nichts mehr fehlt. Also wo nichts ist, kann auch nichts fehlen. Das ist auch ein Buch. Genau, so ist es. Wo nichts ist, kann nichts fehlen. Ja. Du bist, Frieden ist dort, wo du nicht mehr bist. Mhm. Liebe ist dort, wo du nicht mehr bist. Du wirst niemals die wahre Liebe erfahren, du als Person, niemals, wir sind zwei. Da bist du schon in Trennung, du und die Liebe. Du musst gehen und dann ist alles perfekt. Ja, es geht ja nicht nur um was fehlen, sondern es geht auch um Einmischung. Und da haut es mich schneller auf. Wie meinst du das genau? Ich meine, es darf mir aufhauen, ja. Abgesehen jetzt davon. Ja. Naja, aber wenn ich jetzt so eine Nabelschnur spüre zu meiner Tochter, bin ich sofort eine Person. Ja, es ist Traum. Es ist bereits Traum. Ja, das träumen wir halt.
kleinen Virtus. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Da gibt es schreckliche Dinge, schreckliche Gefühle, kennen wir alle. Auch hier war es nicht anders. Ja. Aber immer wieder der Hinweis, wenn die wahre Natur erkannt wird, dann transzendierst du deine Geschichte. Dann siehst du wirklich, dass es eine Geschichte ist. Und selbst dann kann nach wie vor Leid stattfinden, Kummer stattfinden, aber nicht mit dich als Person betreffend, sondern es ist halt das Gefühl von Leiden da, aber es ist da, es darf da sein, es ist kein Widerstand mehr. Es betrifft dich als Person nicht mehr. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, das Drama, es gibt kein Drama mehr. Die Tiere, die leiden auch, aber es gibt kein Drama, es wird kein Drama draus gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt eine Verzerrung, dass ich immer noch die Vorstellung habe, dass du was tust. Weil dir ist das eigentlich völlig bewusst, was ist oder nicht ist. Zu einem hohen Prozentsatz, wenn ich nicht identifiziert bin mit der Geschichte. Das heißt, wenn ich von der Geschichte nicht reingezogen werde, als kleiner Andreas, der Sorgen hat, der Kummer hat, der irgendwas zu tun hat. Das heißt, wenn die Vogelperspektive eingenommen wird, dieses Zoom-out, dann ist alles gleich und gültig. Dann passiert natürlich trotzdem, wenn ich Hunger habe, wird gegessen, wenn ich Durst habe, wenn es auch so, aber es ist keine persönliche Instanz mehr da. Es ist eine Absichtslosigkeit da. Ich hätte jetzt den Eindruck, die intrinsische Wahrnehmung, dass der Rainer an dem Punkt ist, zum Beispiel. Ja. Oder die Ingrid, oder? Ja. Was ist die intrinsische, was ist das für eine Motivation? Also intrinsische Moment. Von selber, von innen. Das ist auch bei dir so, weil sonst würdest du hier nicht sitzen. Egal, ich sitze nicht da. Aber das ist daher wie überhaupt. Natürlich. Natürlich. Und ich genauso sagen, kann ich mal besuchen, gibst du mir Satzen. Verstehst du? Natürlich. Alles. Und wieso machen wir so ein riesen Trara drumherum? Ja, weil es einfach hier passiert. Weil es hier passiert. Wieso ist es völlig über? Weil wir hierher gesetzt worden sind, unter Anführungszeichen. Ich bin ein Getriebener, du bist eine Getriebene. Unter Anführungszeichen. Ja, passt der. Da kann es anders sein. Wenn ich da jetzt eine mit da jetzt hinstelle, kann ich nur da sein. Ja. Oder, und jetzt gehe ich da raus und stelle mir die Frage wieder. Ich kann nur da draußen stehen. Ja, in der Erkenntnis, du hast vollkommen recht, Rainer, in der Erkenntnis siehst du, dass der Moment nicht anders sein kann, als er sich im Moment zeigt. Weil niemand da ist. Und weil der Moment in Wirklichkeit gar nicht wirklich real ist, er ist unecht, er ist Traum. Das heißt, da gibt es keine Frage mehr, warum sitze ich hier? Das gibt es nicht mehr. Es ist pure Wahrnehmung. Und so wie du richtig gesagt hast, in Wirklichkeit sitzen wir ja hier nicht, ja? Sondern es findet halt dieser Trauminhalt hier statt. Für niemanden. In dir ist kein Wesen drinnen und auch hier nicht. Und der Karl Renz ist der Einzige, der sagt, das ist öde. Ja, natürlich. Keiner sonst sagt das. Natürlich. Aber du und es ist frustrierend, sagt er. Ja, es ist total frustrierend. Und genau dort finde ich mich. Ja, vollkommen recht. Und alle sagen lieblich und friedlich. Ja, so ist es. Genau. Ich meine, ich bin jetzt gerade im Kampf. Ich schaue mir Nein. Genau. Aber auch das ist perfekt, was jetzt hier stattfindet, dass natürlich du dich jetzt aufhörst. Natürlich, da die nie in Frage stellen. Ja, es ist so. Nein, aber das natürlich. Muss ich jetzt schon es sagen. Ist auch, habe ich da eine Vorliebe. Das ist schon wieder Identifikation. Ja, natürlich. Trotz aber ich gebe Karl fast immer recht. Es ist öde, Friede vor der Eierkuchen. Das, was du bist, das kennt keine friedefreie Eierkuchen, das braucht es nicht. Das ist der springende Punkt. Genau. Du brauchst gar nichts. Ich finde, das ist eine Ablenkung, wenn man immer sagt, friedlich und liebevoll. Das genau. ist eine Ablenkung. Genau. Es ist bereits, wenn darüber gesprochen wird, egal ob es Ramana ist, ob es Nisargadatta ist, oder Andreas ist, oder Rainer, oder wie auch immer, es ist bereits Lugenbetrug. Märchenstunde. Es ist Märchenstunde. Weil du auf das, was du wirklich bist, gar nicht wirklich hindeuten kannst. Irgendwo ist ein Ende. Weil Sprache ja in Raum und Zeit stattfindet, scheinbar. Und das, was du bist, außerhalb von Raum und Zeit stattfindet. Aber es ist, wie gesagt, es ist das, was stattfindet. Und
gut erläuft. Ja. Immer nur in dem unendlichen Moment, der immer unendlich ist. Es, genau, es gibt, wenn du so möchtest, diese unendliche Gegenwart, diesen unendlichen Moment. Darin findet hier dieser Traum das statt. Das ist ja das, was man nicht beschreiben kann und nicht sich vorstellen kann. Die Unendlichkeit kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Deswegen der Verstand kommt in eine gewisse Tiefe, aber irgendwo ist der Verstand dann hinderlich. Mhm. Ja. Aber es ist halt niemand da, der das verneinen könnte, auch da reingehen zu wollen. Und ob das jetzt hier das Gespräch gut befunden worden ist oder nicht, es ist scheißegal in Wirklichkeit. Mhm. Es geht um nichts. Es geht immer um nichts. Egal, ob du rausgehst und dir eine Lektüre oder Yoga machst, oder es geht immer um nichts. Und das ist das Paradies, dass jede Erfahrung vollkommen egal ist für das, was du wirklich bist. Also das Wort intrinsisch bedeutet innerlich. Mhm. Genau. Von innen heraus, die bewegen von innen heraus. Mhm. Extrinsisch von scheinbar von außen, intrinsisch von innen heraus. Mhm. Können dann genauso über Politik, was auch immer, reden. Sport, Wissenschaft, das ist egal. Wenn die Umwelt zerstören, zum Beispiel, die rund um mich passiert, immer wieder mal ein bisschen gefangen. Mhm. Ja. Wo ich. Genau, also, ich fühle die Auflösung. Gut, ganz manchmal habe ich es schon durchdrungen, aber das ist immer wieder, da stehe ich immer wieder an. Ja, weil du in dem Moment an eine real existierende Umwelt glaubst. Na, innerhalb der Illusion, weil ich illusionär damit umgehe. Ja, aber im so. Im Moment. Ja, klar, aber es ist der Glaube da, dass es eine real existierende Umwelt ist. Also auch ich gehe nicht raus und haue diese Plastikflasche in den Wald, obwohl ich sehe, dass es die Plastikflasche Traum ist und die Bäume Traum ist. Passiert trotzdem nicht. Passiert trotzdem nicht. Aber sobald du glaubst, dass es eine real existierende Umwelt gibt, die es zu retten gilt, dann befindest du dich schon wieder in der Sackgasse. Naja, ich denke mir eher für das Illusionäre so sein, spielt eine gewisse Rolle. Also tatsächlich spielt nichts eine Rolle. Wirklich gar nichts. Für nichts. Weil, wie gesagt, der Hinweis ist, jede Erfahrung geht wieder in das zurück, was du bist. Und dort gibt es keine Bewertung, keinen Mehrwert, keinen Vorteil, keinen Nachteil von irgendetwas. Es ist nur ein Spiel, ein Film. Ja, eigentlich ist es ja, wenn es, also jetzt Ego ist innerhalb der Illusion sieht, ist egal, nicht, ob man durch einen Asteroiden, ob das wieder sich ändert oder durch diese langsame Veränderung, die durch die Eingriffe entsteht. Oder? Ja, genau. So wie du sagst, was, wenn wir jetzt in Zeit sprechen, wo ist das in 1 Million Jahre? Mhm. Wo ist das Coronavirus in 1 Million Jahre? Das Absterben halt langsam. Das kann ja der Explosion, so weiß man nicht, kann nicht kommen. Ja, und das Artensterben, wo immer wieder ein Stück stirbt von Tiergattungen oder Pflanzen oder so, es gibt es in Wirklichkeit auch gar nicht, weil es ja sowieso. Nicht nur das, sondern auch aus der persönlichen Sicht heraus gesehen, wie viele Artensterben hat es schon gegeben. Ja. Und wie viele wird es noch geben? Mhm. Wie viele Krankheiten sind gekommen? Wie viele Krankheiten werden gehen? Mhm. Wenn das Coronavirus ausgemerzt wird, dann wird in 10 Jahren was anderes passieren. Mhm. Es ist hier das Gesetz der Polarität. Es muss immer schwarz und weiß geben. Das wird niemals enden. Niemals wird es hier nur Frieden geben und niemals wird es hier nur Krieg geben. Niemals. Mhm. Niemals. Ewige Friede ist nur... Ewige Friede ist das, was du wirklich bist. Mhm. Ja. Der existiert aber nicht innerhalb von diesem Gefüge, sondern in der Erkenntnis, in der Einsicht siehst du den Frieden oder das, was du bist, auch im Weltlichen. Also ich arbeite ja mit Bildern, man kann das ja auch nur vorstellen, weil das, was man nicht sich vorstellen kann, kann man sich nicht vorstellen. Ja, genau. Jetzt gibt es nur was, entweder vorstellen oder nicht vorstellen. Ja. Innerhalb des Vorstellens stelle ich mir das so vor, dass das so dahinter ist, irgendwie dieser ewige Frieden. Ja. Spielt sich das alles ab. Ja, genau. Ja.
Und wie gesagt, es gibt eine Einsicht, dass auch der Frieden, der du bist, auch im Weltlichen gesehen wird. Egal, ob Krieg stattfindet oder nicht Krieg stattfindet. Es ist immer nur dieselbe Medaille, die sich einmal so spielt und einmal so spielt, aber du bleibst und bist die Medaille. Mhm. Mhm. So wie der Ozean und die Welle. Das ist wirklich. Genau. Und das ist ja auch, was dieser Cardano oder Karl, ich weiß jetzt nicht mehr, gesagt hat, dass egal was es ist, der Verstand oder auch das Herz auf weltlicher Ebene, die in Wirklichkeit etwas versprechen, was sie nicht halten können. Weil beides kommt und beides geht, aber das, was du wirklich bist, bleibt. Ja. Ich kann mich an Worte von Buddha erinnern, der hat gesagt, die Zuflucht dorthin, sich dorthin flüchten, das, was nicht vergeht. Was nicht vergeht und was nicht steht, was unsterblich ist. Genau. Ja. Dann ist das Leiden vorbei, sozusagen. Genau. Und ich will noch hinzufügen, es ist vollkommen egal, ob das Leiden vorbei ist oder nicht. Ja, und das kann mir egal sein, ob ich mich jetzt gesund ernähre oder. Es ist vollkommen egal, weil du stirbst sowieso nicht. Nein. Und das lebt nicht. Das lebt nicht. Mhm. Das ist das, was hier ist. Es lebt nicht. Da lebt nichts. Ja, es lebt. Ja, es ist Traum. Es ist Traum, da lebt nichts. Ja, es ist eine Erscheinung. Eine Erscheinung. Nicht mehr, nicht weniger. Das, was du bist, stirbt nicht und das, was du glaubst zu sein, lebt nicht. Warum muss was erscheint denn dual erscheinen in der Erscheinungswelt? Also in Wirklichkeit gibt es nichts Duales, sondern es gibt die Erfahrung von Dualität. Warum kann ich dir jetzt wieder nur ein Konzept zurückgeben, einfach weil sich das Spiel so spielen möchte? Das Schach braucht Plus, Minus. Schwarz-Weiß. Strohblatt braucht Plus, Minus. Wir fangen keine anderen Beispiele an. Du brauchst anscheinend, dass das hier so funktioniert, immer scheinbare Polarität. Hängt das auch mit dem Denken zusammen? Oder? Nimm das Denken weg und es gibt keine weißen Felder und es gibt keine schwarzen Felder. Ah ja. Wieder der von Anfangs, alles hängt am Denken. Blatt gemäht. That's it, mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Da gibt es halt aus dem Kurs von Wundern, nichts Wirkliches kann zerstört werden, nichts Unwirkliches existiert. Ja, ja. Ja. Gut. Vielen Dank für euer Dasein. Ja, danke. Dankeschön. Danke sehr.